Willkommen zurück zu Akt 2 der Warchief-Kampagne Schatten mit Shaten Black. Wir haben ja jetzt schon einiges erlebt. Wir haben herausgefunden, dass unser ehemaliger Freund Home ein Verräter war, der ja eigentlich der Anführer der Banditen war die ganze Zeit, der die Überfälle gemacht hat und selbst Gold gesammelt hat. Wir haben ihn jetzt zuletzt erschossen und jetzt droht aber immer noch Custom mit den USA gegen die Lakota vorzugehen. Home ist tot, aber Custer ist unterwegs. Ist es zu spät, den Krieg aufzuhalten? Wir werden sehen. Eine letzte Wahl. Major, verfolgen Sie die Indianer und stellen Sie sie. Wir werden Sie im Kampf mit der gesamten Truppe unterstützen. Geehrter Lieutenant Colonel Custer, um Home wurde sich gekümmert und die Lakota stellen keine Gefahr mehr dar. Und wo genau ist Holmes Geständnis? Warum sollte ich gerade einen Indianer glauben? Weil ich hoffe, dass Sie ein vernünftiger Mann sind und wir diese Angelegenheit ohne weiteres Blutvergießen klären können. Mr. Black, das ist größer als ein unbedeutender, hinterlistiger Sheriff. Als Geschäftsmann sollten Sie doch wissen, dass es hier darum geht, den Unzivilisierten die Zivilisation zu bringen. Es ist Schicksal. Zivilisation durch das Töten unschuldiger Frauen, Kinder und alter Menschen? Das ist kein Soldatentum, sondern barbarisch. Und ich werde es nicht zulassen. Wie bitte? Ich könnte Sie wegen Verrats aufhängen lassen. Warum lächeln Sie? Finden Sie das lustig? Ich dachte nur gerade, wie Sie noch für Jahre das Gespött der Indianer sein werden. Lass ihn gehen. Okay. Da wird es jetzt wohl zur finalen Schlacht mit Lieutenant Colonel Custer kommen. Die Schlacht des Crazy Grass. Noch ein Lager. Versammelt die Kriegshäuptlinge. Ich werde zurückkehren. Die Cheyenne-Lager müssten in der Nähe sein. Sind wir auf einmal rot? Bringen Sie die drei Cheyenne-Kriegshäuptlinge in das Dorfzentrum der Lakota. Jetzt wartet erstmal. Ich muss mich kurz mal konzentrieren. Haben wir Siedler? Ja, haben wir. Achso, ich muss da hinlaufen. Machen wir das. Custers Speer treffen ein, okay. Ja, das sind Feinde. Ich brauche wohl meine ganze Armee. Gehen wir doch gleich mal hierher. Guten Tag, guten Tag. Häuptling Bullbär, okay. Dann gehen wir mal da runter. Oh nein! Die greifen da schon an. Schnell! Sie dürfen ihn nicht töten. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Greift an. Tötet sie alle. Oh, wir werden auch angegriffen. Ach du Schande, okay. Ich habe noch nicht mal irgendwie einen Stall gebaut. Ach nee, ich habe ja doch Ställe hier, ich bin dumm. Ja, jetzt ist zu spät. Bauen wir zwei Ställe. Deine Hundesoldaten sind ein willkommener Anblick, Bulbär. Hä? Wir sind dankbar für deine Hilfe, Tumu. Zurückgezogen? Ah, hier gibt es dann die Gewehrschützen, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, dann schicke ich mir erstmal 5 Siedler. Schon wieder ein Hornsignal, die greifen wahrscheinlich hier gleich auch an. Nee, wieso greifen die dort jetzt an? Oh, verdammt! Shit, das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Feuer frei. Nicht meine Häuptlinge töten, nicht meine Häuptlinge töten. Nein, nein, nein. Ah. Einer unserer Kriegshäuptlinge ist gefallen. Wir müssen ihn zurücknehmen. Ja, ja, ja. Das ist klar. Okay,
Okay, ich brauche mehr. Wartet mal, ich brauche mehr Truppen. Ich hole mir erstmal neuen Wakina-Gewehrschützen. Hier ist leider halt ein Außenposten. Das ist nicht so gut. Ah, die kommen gerade richtig hier. Da habe ich jetzt ein bisschen viele Truppen, glaube ich, verloren. Es ist interessant, dass wir jetzt im Rot auf einmal sind. Ah, wir können hier auch durchlaufen, oder was? Wann kommen denn die Gewehrschützen an? Die Kanonen als nächstes wären auch ganz gut. Okay, zerstörte Dorfzentren, gefundene Häuptlinge. Drei, okay, zerstören sie die beiden gegnerischen Dorfzentren, okay. Ich warte jetzt mal noch hier auf meine Kanone. Neue Siedler werden rekrutiert, bitte. Haben wir jetzt eigentlich schon einen Marktplatz? Ich glaube nicht, dass wir den haben. Dann, verdammt, habe ich ja mein Holz jetzt sinnlos hier für diesen Stall ausgegeben. Dann gehe ich mal auf das Holz, bitte. Und wir versuchen jetzt mal schnell das Siedler hier zu rekrutieren. Stehen bleiben. Hallo, schießt. So. Jetzt, das gibt's doch nicht. Könnt ihr bitte diesen Dragoner endlich erledigen? Ich werde jetzt hier diesen Außenposten angreifen. Jawohl, wir können da schon angreifen. Ja, okay, wir kriegen das auch so hin. Einmal den Außenposten hier vernichten. Ja, wir werden hier auch schon wieder angegriffen. Neue Truppen. Ich hole mir mal noch diese Reiter. Ich müsste mal noch ein bisschen auf Gold auch gehen. Wo ist hier denn noch Gold? Das ist leider sehr weit weg. Ich gehe hier nochmal gegen den Stall. Und ich hole mir noch Unterstützung. Oh, das sind aber viele Feinde. Kann ich bitte die Hundesoldaten einmal zurückziehen? Oh oh, das ist gar nicht gut. Rückzug. Okay, jetzt haben wir die hier auch noch auf unserer Seite. Sehr schön. Hey, ihr sollt da wegbleiben. Weg, 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 weg. Greift hier mal an. Bevor die den Stall vernichten. Kriegen wir wohl frische Truppen oder habe ich das jetzt irgendwie geträumt? So, jetzt können meine... Jetzt können wir hier schön einmal reinrennen und angreifen. So, vernichtet man die Plänkler alle. So. Ah, hier gibt's noch Siedler. Ich konnte den Kriegsrat nicht rechtzeitig einberufen. Ich habe dich und die Nakota. Ach, ich muss... Ach, ich muss das in das... Ich muss die alle in das Dorfzentrum der Lakota bringen innerhalb der Zeit. Ach, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, Leute. Okay, dann wiederholen wir einmal schnell das Szenario. Das war mir nicht ganz klar. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich dachte, wir haben jetzt die Zeit, noch die Dorfzentren zu vernichten. Ja, die Schlacht des Crazy Grass. Kriegen wir hin. Noch ein Lager. Versammelt die Kriegshäuptlinge. Ich werde zurückkehren. Die Cheyenne-Lager müssten in der Nähe sein. Suchen wir sie. Ja, dann suchen wir sie doch. Gehen wir gleich hier hin, wir kennen sie ja jetzt ungefähr.
So, holen wir uns den ersten einmal ab. Häuptling Bulbär. Und gleich darunter dann. Oh, jetzt ist die Herde natürlich genau weggeschossen worden. Das, was ich nicht wollte. Marktplatz. Hallo, ihr sollt angreifen, verdammt nochmal. Feuer frei. Tötet die Feinde. 20 Mal werden wir jetzt angegriffen. Ja, ich würde sagen, jetzt erstmal die zwei Kanonen, bitte. Ja, wir werden jetzt tatsächlich angegriffen. Wir sind dankbar für deine Hilfe. Ah, 2 von 3 gefunden Häuptlingen. Also ich muss sie nur einmal kurz hierher bringen, das reicht dann. Ich würde mal gerne die Hundesoldaten noch für andere Sachen nutzen, deswegen. Die sind sehr wertvoll. Die heißen jetzt Tokala-Soldaten. So. Genau. Ich brauche noch mehr Wakina-Gewehrschützen, würde ich sagen. Okay, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Ah, perfekt, die Kanonen sind da. Dann vorwärts. Dann rücken wir hier vor. Das sind die Plänkler. Ah, jetzt haben wir schon wieder angegriffen. Dafür habe ich doch keine Zeit. Dafür habe ich auch eigentlich keine Zeit, dass wir hier gerade angegriffen werden. Ihr könnt euch mal darum kümmern. Oh, jetzt haben die echt den Hundesoldaten getötet. Gibt's ja nicht. So. Okay, das haben wir auch gelöst, das Problem. Jetzt gehe ich gleich noch hier hin. Dass wir da keinen Zeitdruck mehr haben. Oh, was machen die denn? Komm, schnell, los, vorwärts. Hier zurück. Okay, dann ziehe ich mich jetzt erst nochmal tatsächlich ein bisschen zurück. So, jetzt kommen meine Siedler, würde ich sagen, dass wir die Wirtschaft aufbauen hier. Oh, jetzt ist die Herde natürlich weggeschossen worden. Dankeschön. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Wir sind auf einem guten Weg. Die Lakota sind dankbar für deine Hilfe, Brave Wolf. Der Kriegsrat hat gesprochen. Macht euch bereit für die Schlacht. Ja. Bis General Custer eintrifft, soll ich das Lakota-Lager verteidigen. In 3 Minuten, ja, das ist ja kein Problem. Ich würde ja gerne schon jetzt angreifen. Aber ich weiß nicht, ob ich angreifen sollte. Machen jetzt noch Folgendes. Wir werden jetzt hier schön drauf gehen. Ordentliche Wirtschaft aufbauen. Ah, soll ich jetzt schon angreifen? Nee, wisst ihr was? Ich weiß nicht, was da jetzt kommt. Sicherheitshalber. Nein! Oh, wow, in dem Moment. Dem Moment. Naja, gut. Ich bleibe jetzt erstmal hier ein bisschen defensiv, würde ich sagen. So, das geht auf jeden Fall schon mal schneller, dass wir Siedler bekommen und ihr geht mal ans Holz. Ah, genau, Marktplatz. Habe ich den doch, den habe ich doch hier gebaut. Ich habe gar keine Upgrades groß. Oh, na dann. Wo schicke ich euch hin? So.
Alles klar, wir sollten wahrscheinlich eine Armee vorbereiten. Sekundäres Ziel ist es aber nur, zerstören sie die gegnerischen Dorfzentren, dann hätte ich das jetzt schon machen können. Oh, auf jeden Fall das nächste sehr viel mehr Gold. Ich schick mir mal noch 6 dieser Reiter. Ja, ein großer Angriff passiert auch gerade nicht. Vielleicht rücken wir hier mal vor. Sieh das feindliche Dorf. Hä? Ach, hier hoch geht's, okay. Aber gut, die sind wahrscheinlich auch stark befestigt, oder? Ja, wir sollten lieber nochmal zurück, weil ich habe so das Gefühl, da kommt es gleich ein Speer. Und werden uns angreifen. Deswegen halten wir uns lieber mal bereit. So, die ersten hier können, denke ich mal, aufs Gold gehen. Hier auf diese, aufs Gold. Gut, die Truppen stehen bereit. Etwas stärker aufs Gold, Freunde, jetzt. Ich brauche Ressourcen für eine Armee. Wer weiß, wie stark es ist. Ist das etwa alles? Castas Späher. Sie werden ihn benachrichtigen, wenn sie den Fluss erreichen. Wir müssen uns vorbereiten. Kann ich die einfach angreifen vielleicht? Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, dann greife ich vielleicht doch mal da drüben an. Und versuche die gegnerischen Dorfzentren zu vernichten. Ja, da fehlt mir Holz. Ah, hier ist ein Außenposten, den können wir mal vernichten. Ach ja, genau, jetzt werden wir natürlich angegriffen. Kasta wird Verstärkung aus diesen Gebäuden bekommen. Zerstören wir möglichst viele. Hallo, ihr sollt euch zurückziehen. Ja. Verdammt. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal angreifen. Ja, greift mal hier an. So, hier greift mal an. Wir müssen jetzt hier erstmal alles vernichten. Aber das kriegen wir, denke ich, hin. Hey, stehen bleiben hier. Ich brauche mehr berittene Bogenschützen. Ich brauche mehr Gold. Dringend. So, das heißt, er bekommt hiermit schon mal keine Verstärkung von uns. Je weniger Gebäude Kaste hat, auf desto weniger Soldaten treffen wir. Perfekt. Hier ist noch ein Husar. So. Wo ist denn der Husar jetzt hin? Ist jetzt einfach weg? Da ist er. So, wir vernichten hier mal schnell die Kanonen, bitte. Bevor sie uns zu viel Ärger machen. Und dann sollen wir noch die Dorfzentren auch vernichten. Alles klar. Ah, nicht meine schönen, starken Soldaten hier. Wir haben scheinbar noch Zeit, bis der kommt. Oh,
Ja, jetzt habe ich natürlich einen Siedlerüberfluss hier. Wo kommen denn diese Husaren eigentlich alle her? Die halten aber auch viel aus hier. So. Neue Truppen. Ja, jetzt fehlt uns die Nahrung. Aber ich habe Holz. Ich könnte mir nochmal... Ich habe 1000 Gold, meine ich. Zerstört weiter die Gebäude. Wir holen uns mal die Axtreiter und die Bisons. So, hier links haben wir dann das Dorfzentrum zerstört. Achso, wir müssen da hinten noch hin. Ah, jetzt haben wir Verstärkung bekommen. Sehr gut. Schieß doch mal einen hier raus, checken. Wieso kann ich da jetzt nicht hin? Die kann ich noch nicht angreifen, das ist sehr interessant. Oh, wir werden da oben angegriffen. Von nicht gerade wenig. Ich bräuchte mal noch ein paar Axtreiter jetzt. Die kommen jetzt zum Glück gleich. Kaster wird keine Verstärkung aus diesem Gebäude bekommen. Schnell gegen die Kanonen. Mit den Axtreitern vorgehen. Hä? Wo sind jetzt die Kanonen hin? Okay. Sind verschwunden. Gut. Wir müssen jetzt auf die andere Seite schnell. Los, los, los. Den Turm und so, den ignorieren wir hier. Okay. Sieht doch alles ganz gut aus. Ich kann noch ein paar davon rekrutieren. Und ich schicke einfach mal noch Truppen ohne Ende. Dann passt das. Genau, viel mehr geht jetzt hier auch nicht an der Armee. Ich rücke jetzt hier schon mal ein bisschen vor. Eine große Armee braucht leider noch ziemlich lang. So. Ihr seid alle untätig. So, ja, mehr kann ich gar nicht ausbilden. Ich kann mir noch ein paar Ressourcen schicken. Oh ja, da sind Feinde. Oh, da sind Kanonen. Hier sind auch ganz viele Kanonen. Greift die Kanonen an. Einmal die Kanonen erst vernichten, dann den Rest. Wo bleibt der Rest der Armee? Zieht euch zurück. Zieht euch zurück. So, und jetzt Angriff hier. Na, noch nicht auf die Kavallerie hier. Eins nach dem anderen, bitte. Scheinbar haben wir noch alle Zeit der Welt. Und ich schicke mir nochmal die schönen, starken Soldaten dort. Und wir gehen hier auch nochmal auf die Kavalleriestelle, bitte. Woher weiß ich eigentlich, wie viel Zeit ich noch habe? Frage ich mich jetzt gerade schon. Das ist eine Pulverine, das ist nicht so gut. Die müssen wir gleich vernichten. Okay, jetzt gehen wir mal darüber. Sammelt euch und greift an. Komm, schieß. Schuss. Und Schuss. Wir vernichten hier jetzt einfach alles.
Die haben gar keine Chance gegen uns. Neue Truppen bitte. Hier kommt schon die Verstärkung. Hier vernichten wir auch alles. So, sieht das doch gut aus, liebe Freunde. Oh, der Häuptling wurde hier leider erwischt. Haben wir hier noch irgendwo Truppen? Achso, wir haben hier überall noch Truppen stehen, sehe ich gerade. Sehr viele Truppen sogar. Ich werde mal ein paar Truppen da hinstellen, sicherheitshalber. Den Stall bitte noch vernichten. Aufs Dorfzentrum gehen. Und Angriff. Ups, was ist jetzt passiert? Zwei von Castas Gebäuden sind noch übrig. Ah, wir kriegen neue Soldaten. Ihr könnt euch mal um die Plänkler hier kümmern. Ah, ich liebe diese Tokala-Soldaten. Die sind echt super. Wir können die Plänkler einfach nur so wegschnetzeln. Okay, Angriff, Angriff, Angriff. Vorwärts, erledigt sie alle. Das... Ach, jetzt sind sie schon ein bisschen vorangekommen, sehe ich. Ja, aber das ist ja so eine winzige Armee. Das ist ja echt traurig eigentlich. Alles vernichten bitte. Den Saloon noch vernichten. Ja, mehr Truppen hier bekommen sie jetzt nicht. Die Späher sind halb am Fluss. Ja, dann haben wir noch genügend Zeit, Freunde. Kaster wird nicht viel zur Schlacht beitragen, denn seine Gebäude sind zerstört. Sehr gut. Ah, da vorne sind noch Gebäude. Die fehlen noch. Vor allem, das sind nur Plänkler. Die werden einfach abgeschlachtet. Von unseren Soldaten. Von unseren Reitern. Die haben gar keine Chance. Komm, schieß den weg. Oh, jetzt greifen sie an. Sollten wir unsere Truppen wieder zurückschicken. Das wird schon angegriffen werden. Meine Kavallerie ist nicht hier. Richtig, deine Kavallerie ist nicht hier. Ich muss die Kanonen ausschalten, schnell. Bentin, was hast du mit meiner Artillerie gemacht? Wo bleibt die Kavallerie? Reed, warum hast du dir selber nicht bezahlt? Bentin, wo bleibt meine Kavallerie? Und noch gemeinsam gegen die Kanone. Oh! Jetzt kommt doch nochmal eine größere Armee. Da ziehen wir uns lieber mal schnell zurück. Schalten Sie General Custer aus, der ist hier. Okay, wir brauchen schnell Truppen noch. Und zwar Axtreiter, bitte. Gut, aber unsere Hauptarmee steht ja bereit. Wer ist zurückgekehrt? Alles klar, Kollege. Cool. Dann können wir hier oben noch das zerstören vielleicht. Einfach, weil ich es gerne zerstören möchte. Der Onkel Frank ist zurückgekehrt. Ja, vernichte doch nochmal die Außenposten hier. Und den Außenposten. Ich glaube, unsere Armee hier ist groß keine genug. Hoffnung mehr für Custer. Richtig. Alter Schwede. Schaut mal, wir haben so viele Tokala-Soldaten. Die sind so mächtig. Gut. Wir haben jetzt eine riesige Armee. Das wird Custer niemals schaffen. So. Wo ist er denn? Da ist er. Der Custer. Seiner Kavallerie, Gardedragonern, Falkonette. Die haben doch gar keine Chance. Ah, er lebt wieder. Sehr gut. So, jetzt kommt Custer gleich. Wo ist denn Chaiten? Komm mal her. Komm mal hoch. Komm, 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 komm. Hier gebührt der erste Schuss gegen Custer. Ja.
Und die Schlacht beginnt. Da ist Custer. Tötet ihn, Männer. Okay, wir müssen vielleicht mal erst die Artillerie hier ausschalten. Boah, alle kämpfen schon gegen Custer hier. Venti, komm, schnell! Custer ist tot. Wenn der Krieg endlich vorbei ist, wird dieser Tag in die Geschichte eingehen. Jawohl, wir haben gewonnen. Wir haben Custer erledigt. Sehr gut! Das war doch jetzt die Schlacht am Little Big Horn, oder? Ah, wie schön. You did well, nephew. I'm proud. And your father would be proud too. Thank you, Uncle Frank. I would ask you to stay. But you seem to already have your heart set. I think I've caused enough trouble. So many have died, Uncle. Yes, this is true. But perhaps it was Custer who had to die. For all their transgressions. Let's hope the lesson was learned. But just in case, I will continue the fight back east. And remember, no matter where you come from or where you are, you will always have value. But it's up to you what you do with it. Uksha ake. Thank you, Uncle. Uksha ake. Sehr schön. Da haben wir es geschafft, Leute, und Chaiten Black geht jetzt auf seinen Weg. Gut, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war sozusagen unser Akt 5, Akt 2 in der Warchief-Kampagne mit Schatten. Wir haben es jetzt auch einmal hier durchgespielt. Das war jetzt die gesamte, die gesamte Kampagne der Familie Black. Aber es gibt ja immer noch eine Kampagne, die werde ich natürlich auch noch weiterspielen. Und zwar die Kampagne von The Asian Dynasty. Da gibt es dann auch nochmal drei extra Kampagnen oder drei extra Akte. Und zwar einfach mit den Japanern, den Indern und den Chinesen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich hoffe, da seid ihr auch weiterhin mit dabei. Das sind dann sozusagen unsere Akte 6, 7 und 8. Und dann haben wir ziemlich viel schon durchgespielt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und ja, hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht. Vor allem ist auch diese neue Kampagne. Nach wie vor haben sie es nicht geschafft, die Endszenen auf Deutsch zu synchronisieren, was sehr schade ist, aber okay. Ja, ich fand das jetzt mit den Lakota ganz interessant, wie sie es umgeändert haben. Dass man nochmal ein bisschen mehr Respekt denen gegenüber zollt, dass man die Sichtweise noch ein bisschen anders sieht. Und das Ganze ist aber eigentlich ganz schön. Manche Missionen waren ähnlich zu denen, wie man sie schon gekannt hat. Manche ein bisschen anders, manche ganz anders. Und das fand ich eigentlich nicht schlecht. Auch das, wie mit Home umgegangen wurde. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit den asiatischen Kampagnen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr neu seid, abonniert doch unten den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.